fast 40 Jahre Automobilentwicklung im Check. Wobei raufte man sich früher die Haare? Ich habe auch schon gefühlt 50 Jahren schon keine Kassettendeck mehr bedient. Und was bedeutet Luxus heute? Lustig! Lustig! Zwei Generationen 7er BMW. Sie trennen 37 Jahre. Denn 1977 debütierte der 733i im Segment der Luxusfahrzeuge. War früher alles besser? Was hat sich wirklich getan? Abenteuer Auto geht auf Zeitreise. Baujahr 71, Christoph. Er vertritt die, naja, alte Generation im Test. Und Froni chauffiert im aktuellsten 7er. Von der Bequemlichkeit, vom Komfort, ja, einfach auch vom Drinsitzen und vom Fahren natürlich erwarte ich mir sehr, sehr viel vom 7er, weil Limousine steht für mich persönlich einfach für total viel Komfort. Auf jeden Fall hat sich viel verändert in dieser Zeit. Das sieht man allein schon am Design. Ja. Klar, erkennst du noch die Niere vorne dran. Ja. Und grob weißt du natürlich, dass das ein alter BMW ist. Aber ich glaube, da hat sich eine ganze Menge getan. Angefangen im Cockpit. Analoge gegen digitale Instrumente. Ein bisschen komisch ist es natürlich schon, einfach so einen animierten Zeiger zu haben und nicht mehr irgendwie sowas Handfestes. Ich verlasse mich jetzt einfach mal auf den Computer, dass der das mir auch immer richtig anzeigt und ja, kannst eh nichts mal dran ändern. Ich mag halt Cockpits sehr, sehr gerne, die mir analog auf den ersten Blick sofort alle nötigen Informationen liefern. Ja. Allein hier so analoge Kilometerzähler und Tageskilometerzähler, ich muss gar nicht, wie die ausschauen. Ich habe ein Display, das sich auch noch verändert, das man hier auch wirklich verstellen kann. Je nachdem, ob ich Sport plus Komfort oder wirklich vielleicht auch Eco fahre, zeigt mir dieses Display genau an, das, was ich sehen will und das, was ich brauche. Während in den 60ern habe ich so den Eindruck, die Autos auch innen noch ein bisschen verspielt waren und man sich bemüht hat, das nett zu machen, ist da die pure Sachlichkeit. Es ist selbst für die 70er, glaube ich, ein relativ tristes Cockpit. Ja, ich finde das Display auf jeden Fall einen richtigen Schritt nach vorne. Da ist definitiv was passiert in den letzten 30 Jahren. Mich persönlich amüsiert ja dieser Trend, ja, dass du in voll digitalen Displays analoge Runduhren nachahmst. Ja. Im Grunde ist es doch letztendlich der beste Beweis, dass selbst die Automobildesigner der Meinung sind, es gehören analoge Rundinstrumente in ein Auto. Es ist auch eine Möglichkeit, Luxus in einem Segment auch zu dokumentieren, indem du analoge Rundhorn hast, weil es einfach wertiger aussieht. Jetzt, Froni, guck dir mal diesen putzigen Schlüssel an für so ein riesen Auto. Ja, der ist süß. Im Gegensatz zu meinem. So, ne? Aber ich schau mal, für den Notfall habe ich auch noch. Schaut ja fast genauso aus wie deiner. Boah, der ist auch trotzdem noch länger, du. Aber das siehst du ja allein schon am Schlüssel, was da vorwärts gegangen ist in Sachen Komfort. Ja, Sachen Komfort auf jeden Fall mehr. Aber jetzt testen wir erstmal hier. Fahren wir auf jeden Fall mal. When the truth is found. Zeitreise. 37 Jahre zurück. Debüt des 7ers. Der große BMW sollte endlich dem platzhirschen Mercedes S-Klasse das Leben schwer machen. Doch unter Luxus verstand man damals noch etwas anderes. Test 2. Von dieser weichen, bequemlichen Sitzart, also könnte das Sofa von meiner Oma sein. Das stimmt ja, du hast irgendwie so, ich weiß gar nicht, was das ist, so irgendwie so Velour-Zeugs oder so. Das fühlt sich echt an wie von so einer alten Korthose. Man muss auch dazu sagen, es riecht leider auch so wie eine ziemlich alte Korthose. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich meine 77, du hast eine Klimaanlage. Was? Ja, also ganz im Ernst, die muss man dazu sagen, nicht wirklich toll klimatisiert. Also keine Ahnung, das fühlt sich irgendwie, das ist 2 Grad kälter als ein Wiener Schnitzel, dass du frisch auf dem Teller hast. Schon allein durch seine großzügige Raumgestaltung konnte der erste 7er punkten. Und immerhin gab es das eine oder andere technische Highlight. Wir haben sowas wie ein Möchtegern-Bordcomputer. Ich habe hier so komische Lichter. Also so viel mehr Anzeigen, da steht drauf Motoröl, Bremsflüssigkeit, Bremslicht etc. pp. Und dann habe ich unten so einen Testknopf und wenn ich da drauf drücke, dann leuchten die alle grün. Das ist ein lustiger kleiner Bordcomputer, so ein Tester. Und die Sicherheit vor knapp 40 Jahren? ESP und ABS, Fehlanzeige. Airbag? Oh, was? Hier? An dem Lenkrad? Glaubst du doch wohl nicht im Traum, dass dein Airbag drin ist. Der ist zwar riesengroß, dieser Topf. Aber mit Airbag hat es überhaupt nichts zu tun.
Neben Mercedes S-Klasse und Audi A8 gehört der 7er BMW heute immer noch zum absoluten Luxussegment. Doch was hat sich im Vergleich zu damals beim Komfort verändert? Ich fühle mich in dem Auto zu Hause. Hier kann ich mir vorstellen, hunderte von Kilometern zurückzulegen, ohne dass ich irgendwie ein Problem bekomme. Wie ist es jetzt eigentlich bei dir so mit deiner Fußfreiheit? Ich meine, also das ist ja der IL, das ist ja sowieso die lange Version. Also das ist hier so irgendwie, wir müssen auch mehr rufen irgendwie. Du sitzt da vorne so weit weg. Erstaunlich, bei nur 36 cm mehr Außenlänge zu damals. Ui. Ich habe vorher mal fleißig gelesen, weißt du, wie viele Pferde wir da haben? Im 750 Li arbeitet ein V8 Biturbo mit 450 PS. Der Geruch ist natürlich phänomenal. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, das riecht hier nicht nach nasser Pudel wie in dem alten 77er. Das war schon echt derb. Ganz im Ernst, das war ganz derber Geruch. Ja. Also normalerweise mag ich den Geruch von alten Autos schon, aber da war irgendwie so eine Komponente. Ja. Genau. Das riecht hier nach feinstem Leder und es riecht hier nach Luxus, kann man das so sagen? Was ich jetzt so merke, also, wenn du fährst, also diese Automatik, die schaltet ja seidenweich. Das ist ja total krass. Ja, Butter. Also so viel zum Thema, gibt es noch Handschalter künftig in Luxusautos? Es braucht sie auch keiner, glaube ich. Das war vor 37 Jahren noch anders. Eine Viergang-Handschaltung werden wir definitiv nicht mehr sehen. 40 Jahre Automobilentwicklung im Check. Test 3. Straßenkarte gegen Navi. So ein elektronisches Wunderwerk war in den 70ern noch nicht vorstellbar. Wer findet das vorgegebene Ziel Himbergen zuerst? Wie funktioniert das überhaupt noch mal mit dem Kartenlesen? Auf die Plätze, fertig, los. Himbergen, jetzt brauche ich so einen alten Straßenatlas. Gibt's ja nicht. Ich bin eh schneller wie du. Da ist Navi, ey. Wahnsinn, ey. Himbergen. Du musst jetzt leise sein. Ja. Weil ich muss mit meinem Auto sprechen. Ja, sprich mit deinem Auto. Ja, also ich muss lesen. Alter Straße. Ich habe ewige Zeit in diesen Atlas. Was? Du lenkst mich ab. Du musst Navigation. Auch leise sein. Die Himbeere. Warte, Himbergen. Hinsbeck, Hinneried. Himbergen. 114. Zieleingabe. 114,4. H. I. Gasse für Lindschbeck. M. B. Nein. E. R. F. G. H. Meinten Sie Hagen? Nein. Diefendorf? Das ist aber nicht, ich mache das jetzt übers Touchpad. So, wenn du mir ständig da dazwischen quatschst, kann ich nicht mit meinem Auto sprechen. 114 so. Quadrat aber innen 4. Aber du bist auch noch nicht weiter, jetzt schau her. Sag Himbergen, und 114, da habe ich so ein Quadrat und... Wer? Himbergen, ah, ich hab's. Das sind, scheiße, 7,4. Von München, von hier aus. Ich habe zwei Himbergen. Es gibt zwei Himbergen. Ja, nein, es gibt nur eins. 250. 642. 778. Nein, 642 Kilometer. Das Navi hat recht. Es gibt zwei Himbergen. Welches ist das Richtige? Wirkliche Orientierung bietet eben doch nur die gute alte Straßenkarte. Es gibt ja oftmals Orte, die ja auch mehrmals vorhanden sind in Deutschland. Also ich, um sicher zu gehen, würde ich mir vorher erst noch mal, doch vielleicht noch mal kurz auf die Karte gucken, in was für eine Richtung das geht. Vorsprung durch Technik, also nicht unbedingt. Vielleicht aber in Sachen Lichtausbeute. Auch das Luxussegment kannte damals gerade mal die Halogenlampe. 2014 ist LED Standard. Der Lichttest. Wer erkennt mehr Gegenstände? Boah, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich da was erkennen kann. Das Ablendlicht ist ja der Wahnsinn. Da kann man nicht sagen, dass das Ding Licht gibt. Ja? Das spendet Schatten. Ja? Ich schwöre, das wird sofort dunkel, wenn du dieses Licht anmachst. Ich seh gar nichts. Probier's mal mit Fernlicht. Liegt da überhaupt was? 37 Jahre Automobilentwicklung später. Ein Federmäppchen. Federmäppchen? Nicht ganz. Gegenstand Nummer 2.
Wieder hilft nur das Fernlicht, um Licht ins Dunkel zu bringen. Keine Ahnung, Maßkrug, ich weiß es nicht. Und mit LED-Licht? Hier ist die Grenze des Abblendlichts genau unter dem Objekt. Ich sehe nichts mit dem Abblendlicht. Es kann nicht sein, dass ich jetzt mal ein Fernlicht brauche. Das ist ein Pokal! Der direkte Vergleich der beiden Generationen zeigt deutlich, was sich in Sachen Lichtausbeute und Helligkeit in 37 Jahren getan hat. Das ist ein Nummernschild, irgend so ein Schild. Nummernschild, Nummernschild! Yes, endlich was erkannt. 2014 gibt es im Siebener standardmäßig gar kein Halogenlicht mehr. Das ist noch wahrscheinlich weit vor jedem Airbag wichtiger, dass du ordentlich was siehst, ja, dass du andere Verkehrsteilnehmer erkennen kannst. Aber das Ding, absolute Funzel. Du kannst auch ein paar Wunderkerzen nehmen. Ich konnte das Abblendlicht nicht höher oder tiefer einstellen. Der stellt es wohl automatisch ein und da habe ich keinen Einfluss drauf. Deshalb habe ich es eigentlich erst dann immer mit dem Fernlicht erkannt. Fast 40 Jahre Autoentwicklung im Check. Was hat sich getan? Mit Entertainment ist hier in diesem alten Siebener natürlich nicht viel. Ja. Was es hier gibt, ja, ist ein altes Bäcker Mexiko. Wie geil! Wenn du das Ding anmachst, dass hinten die Antenne rausfährt, elektrisch, da warst du ja 77, der absolute Supercrack. Was ich natürlich unbedingt brauche, ist irgendwie natürlich Musik. Und da gibt es ein Online-Entertainment, wo ich mir jegliche Musik runterspeisen kann. Und das ist natürlich der Oberhammer. Schauen wir mal, ob die das haben. Und zwar würde ich gerne jetzt Queen hören. Mal gucken. Ich will Musik. Gibt's ja gar nicht. Oh, bisschen was Gechilltes. Violinen. Oh, Klangqualität. Empfang. Was haben wir noch? Amoy singen wir uns wieder von Andreas Gabayé. Das klingt doch super. Und los geht's. Also es ist auf jeden Fall einiges geboten hier. So kann man das aushalten. Aber hier gibt es ja noch die guten alten Musikkassetten. Krass, was habe ich hier? Drei Fragezeichen, nein. Hier steht nichts drauf. Beschriftet eure Kassetten gefälligst besser. Ah, sensationell. Kuschelrock, Love Songs. Jetzt muss ich da, wie geht denn der Schacht? Nee, so rum. Andersrum. Kassette geht nicht rein. Nein! Schau ihr ab von oben zu. Das macht schon Spaß! Auch TV, DVD oder Digitalradio bringt die Neuzeit mit sich. Ein Kassettendeck werden wir definitiv nicht mehr sehen. Also ich fand das heute total spannend. Aber irgendwie auch total schockierend, weil ich einfach festgestellt habe, dass der Luxus, der früher total angesagt war bei dem Auto, heute nichts mehr wert ist. Der Flair ist grandios in dem Ding. Na dann hau rein. Ciao.